Ja, Trainerkongress Berlin, das bedeutet 2 Tage, 800 Teilnehmer, 50 Referenten, 50 Workshops und unter den Workshop-Gastgebern, wenn ich mal sagen darf, sind auch zahlreiche Gabal-Autoren, darunter Markus Brandt. Hallo, Anne. Vom Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, was ich jetzt hier in der Hand habe, kann man in irgendeiner Form schon als Standardwerk bezeichnen, denn du hast dir wirklich die Mühe gemacht, im Handbuch der Persönlichkeitsanalysen mal wirklich all das zusammenzutragen, was Trainer ja auch beschäftigt. Die Persönlichkeitsanalysen, steigen wir vielleicht mal kurz mit einer Zahl ein. Ich war vorhin auch in deinem Workshop. Rund 50% der Trainer arbeiten inzwischen mindestens mit einem dieser Modelle. Genau, das hat mich auch überrascht. Also ich höre immer mal wieder, dass die Leute gerne mit Persönlichkeitsanalysen arbeiten. Aber als ich dann die Zahl gelesen habe, jeder Zweite ist damit unterwegs, war ich erstmal überrascht. Was ich noch spannender fand, war, dass 25% schon 2 oder sogar mehr Lizenzen haben. Also wir sagen immer gerne, wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles aus wie ein Nagel. Also konzentriere dich nicht nur auf eine Analyse, sondern guck auch über deinen Tellerrand hinaus. Und das habe ich auch gelernt. Letztlich geht es ja auch um ganz unterschiedliche Ebenen, die man mit solchen Analysen angeht. Motive, Werte. Vielleicht kannst du uns da auch mal ganz kurz sagen, es macht durchaus Sinn, mehrere Tools auch an der Hand zu haben. Ja, das ist wahr. Also wir sagen, dass der Mensch aus verschiedenen Facetten besteht. Es gibt zeitstabile Persönlichkeitsmerkmale, beispielsweise deine Lebensmotive. Also was treibt dich an? Was sind deine Kraftquellen im Leben? Wenn du beispielsweise ein hohes Streben nach Steuerung oder Führung hast, dann hast du das nicht erst mit 40, sondern dann weißt du vielleicht auch, mit 15 war ich schon Klassensprecher, mit 25 war ich Mannschaftskapitän, das zieht sich durchs Leben durch. Es gibt aber auch sich verändernde, also eher dynamische Persönlichkeitsmerkmale. Zum Beispiel, wir nennen das Werte, also was ist so deine Sichtweise auf die Welt, was ist so dein Reifegrad, dein Entwicklungsstand. Ne? Und dann gibt es auch Dinge, die sind sehr leicht veränderbar, das ist zum Beispiel, wie du auf mich wirkst oder wie ich jetzt gerade auf die Zuschauer hier wirke. Jetzt laufe ich mit dem Hemd rum und mit dem Sakko, aber ich könnte auch mit einem Fußballtrikot hier stehen, dann würde man vielleicht mir weniger glauben von dem, was ich erzähle. Das ist sehr leicht veränderbar, das ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal, aber das ist eine Wirkung, die kann ich rasch verändern. Meine Motive, meine grundsätzlichen Glaubenssätze, Antreiber, die sind ziemlich zeitstabil. Ein spannendes, und da möchte ich zum Abschluss vielleicht nochmal hinkommen, sind die 9 Levels oder 9 Level, je nachdem, wie man sagen möchte. Es ist ja von Rainer Krumm, also einem Deutschen, entwickelt. Und du hast auch erklärt, es ist schon ein bisschen anders als viele andere Systeme, weil es geht tatsächlich auf das Thema Werte hinaus, die sich ja wandeln. Ja. Und wir reden gerade auch von einer wandelnden Gesellschaft. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Ja, gerne. Wir stellen fest, dass sich Gesellschaften beispielsweise entwickeln. Wenn man sich das rein in Deutschland anguckt, da könnte man sagen, wir hatten mal eine Zeit, die war so vom Kaiserreich geprägt. Also alle waren sehr sozusagen gläubig von dem, was von oben kam. Dann hatten wir eine Zeit, die war in der SS-Zeit sehr stringent, mit viel Aggression und Wut geprägt. Dann sind wir in so eine Gesellschaft gekommen, und das wird bei 9 Levels alles mit Farben dargestellt, die sehr blau war, also so Adenauer und sein Grundgesetz, und das ist so ein bisschen die 80er, 90er Jahre noch eingespielt. Dann kam eine neue Phase, die wir Orange nennen. Da ging es um Leistung, also schneller, höher, weiter. Jeder hat versucht, möglichst viel zu erreichen. Und da sind wir gerade in so einem gesellschaftlichen Wandel, der geht weg von einer reinen Leistungsgesellschaft hin zu, ich muss mich auch wohlfühlen. Also früher sagte man, der Erfolgreiche ist glücklich, heute sagen wir, der Glückliche ist erfolgreich. Aber das ist auch nur ein Zwischenschritt. Wir wissen nach dem 9-Levels-Modell, dass auch nach dieser Phase der Harmonie, des Konsens, wieder eher so eine egozentrische Phase kommt. Und das, was wir in Gesellschaften entdecken, das sehen wir auch bei Organisationen, also eine etwas kleinere Einheit als eine ganze Gesellschaft, bei Gruppen, aber vor allem auch bei einzelnen Menschen. Und wenn ich mich mit meinen Werten beschäftige, die ich jetzt habe, kann ich 2 Dinge machen. Ich kann erstens verstehen, warum ich da bin, wo ich bin. Und ich habe wie so eine Art Glaskugel eine Idee, was ist eigentlich der nächste Schritt? Weil wenn das ein Entwicklungsmodell ist, was ich schon vorher weiß, dann kann ich natürlich auch gucken, was sind eigentlich die Themen, die mich in 5 oder in 10 Jahren beschäftigen. Ein spannendes Thema, sowohl für Trainer natürlich in der Anwendung, im Training, für Teilnehmer bei Seminaren, für Unternehmen, wie ich gelernt habe, absolut, auch die verschiedenen Entwicklungsschritte haben. Und trotzdem nur eine kleine Nuance, die ein so dickes Buch unter anderem füllt. Ich darf noch mal empfehlen, das Handbuch der Persönlichkeitsanalysen von Markus Brandt. Herzlichen Dank und noch viel Spaß hier auf dem Trainerkongress. Gerne, danke und tschüss.